Ja, moin. Wir haben letzte Woche gesprochen über den kartesischen Taucher oder diesen Flaschentaucher. Und viele von euch haben den Versuch vielleicht einmal durchgeführt und ausprobiert, ob das funktioniert. Und ich wollte heute mit euch kurz darüber sprechen, was die Erklärung dafür ist, also wie man es verstehen kann. Das ist eigentlich in der Antwort, die unter dem Video stand, schon erschlagend erklärt, aber ich werde es trotzdem gleich nochmal erklären. Dann habe ich einen anderen Versuch, den ich euch noch zeigen möchte. Den kennt der eine oder andere vielleicht. Und dann habe ich einen völlig neuen Gedanken, den wir aber auch nochmal uns anschauen werden. Und ich glaube, wir steigen erstmal mit dem Versuch in der letzten Woche ein und gucken uns das mal genauer an. Also, wir haben in der letzten Woche eine Flasche gehabt. Ich versuche, die mal zu zeichnen. Ich weiß, die sah anders aus, aber hör das mal so an. Und in dieser Flasche drin. Also erstmal war die Flasche zu, da mache ich immer so einen Korken. Und in der Flasche drin war Wasser und ein kleines Backaroma-Fläschchen. Wenn man jetzt auf die Flasche raufgedrückt hat, also von außen Kraft aufgebracht hat, beiden Seiten oder von allen Seiten, dann fing dieser Flaschentaucher an, tatsächlich zu tauchen. Wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man gesehen, dass der Flaschentaucher eigentlich mit Luft gefüllt war und nur so ein ganz klein bisschen hier unten hatte sich Wasser da reingedrückt. Und für diesen Fall kann man jetzt ausrechnen, wie groß sind eigentlich die Kräfte, die auf diesen Körper wirken. Das eine ist natürlich die Gewichtskraft. Also das heißt, das Volumen des Körpers oder die Masse des Körpers plus die Masse dieses Wasserbläschens, was da drin ist, kann man zusammenrechnen und kriegt dann irgendeine Größe, eine Masse, die dann einer entsprechenden Gewichtskraft entspricht. Wenn ich nun Druck auf die Flasche gebe, also die Flasche zusammendrücke, dann steigt der Druck in der Luft in der Flasche. Also tatsächlich hier oben in der Luftblase und auch in dieser Luftblase hier steigt der Druck. Auch im Wasser steigt der Druck. Allerdings kann sich das Wasser nicht zusammenziehen unter Druck, sondern das kann im Grunde die Luft, aber Wasser kann das nicht. Wenn also der Druck steigt, dann sinkt das Volumen der Luft da drin. Und weil der Druck gleichmäßig verteilt ist in der ganzen Flasche, nimmt das Volumen von diesem Luftbläschen hier oben ab und gleichzeitig nimmt aber auch das Volumen von diesem Luftbläschen hier unten ab. Ich zeichne jetzt mal mit Rot hoffentlich ein, wie der Wasserstand dann ist, wenn die Luft unter einem höheren Druck steht, dann steigt der Wasserpegel. Und geht dann vielleicht bis hierhin. Und dadurch ändert sich die Gewichtskraft, die auf diesen Körper hier wirkt. Nämlich ist die Gewichtskraft dann immer noch die Masse von dem Glasröhrchen plus die Masse von diesem Wasserbläschen, das sich dann in dem Röhrchen gebildet hat. Und je stärker ich jetzt drücke, desto höher steigt der Wasserspiegel hier in diesem Röhrchen. Und umso schwerer wird auch dieses ganze Ding. Und dann heben sich die Gewichtskraft und die Auftriebskraft irgendwann auf. Und die Gewichtskraft wird vielleicht irgendwann sogar größer als die Auftriebskraft. Und das Röhrchen fällt auf den Boden der Flasche. Jetzt ist die zweite Frage interessant. Wo kommt der Auftrieb eigentlich her? Der Auftrieb kommt daher, dass der Körper ja in das Wasser eintaucht. Das Glasröhrchen, die sagen, Glaszylinder verdrängt eine bestimmte Menge Wasser, nämlich einfach so viel, wie das Volumen des Körpers unter Wasser ist. Und diese Menge Wasser hat ein bestimmtes Gewicht. Und dieses Gewicht drückt jetzt diesen Körper nach oben. Das ist der sogenannte Auftrieb, der den Körper, nach oben treibt. So, dann wollten wir gucken zu dem anderen Experiment. Dazu schalte ich nochmal um. So, hier habe ich diesen anderen Versuch. Ich ziehe mal das weiter zurück. Ich weiß nicht, ob man es ganz sehen kann. Das ist das ist ein bisschen blöd, so ein Glaszylinder. Der ist gefüllt mit einer Flüssigkeit. Das ist kein Wasser, sondern es ist Paraffin oder ein Öl oder ich
weiß nicht, ich glaube, es ist Paraffin. Und in diesem Öl schwimmen kleine Kügelchen. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. An den Kügelchen hängen so kleine Metall. Ja, wenn ich eine Hand dahinter packe, dann sieht man es ganz gut. Also, da hängen so kleine Metallscheiben. Vielleicht kann ich irgendwas dahinter halten. Hier vielleicht das Tablett. Genau. Da hängen so kleine Metallscheiben dran. Und auf diesen Metallscheiben, ich weiß nicht, ob man es im Video sehen kann. Ich sehe es hier auf dem Bildschirm nicht. Da stehen Zahlen. Hier steht zum Beispiel 23 dran. Hier steht 24. Und hier an dem unteren, sieht man ja gerade auf keinen Fall, steht 22 an. Wenn man jetzt genau hinguckt, dann könnte man beobachten, dass dieses untere Kügelchen langsam aufsteigen könnte. Wir warten einen Moment ab, wir können ja vorspulen. Ja, genau. Jetzt sieht man nämlich, dass dieses kleine Kügelchen hier langsam hochsteigt. Und die Frage ist, warum eigentlich? Also, Tipp, das Ganze ist ein Thermometer, ist ein sehr, sehr ungenaues, also ein träges Thermometer. Das reagiert also vergleichsweise langsam. Ich habe jetzt bestimmt 5 Minuten gewartet. Jedenfalls kam es mir so vor. Ich habe nicht zur Uhr geschaut. Trotzdem die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Vielleicht habt ihr Antwort. Überlegt mal ein bisschen. Antworten könnt ihr gerne wieder per Mail schicken. Oder ihr schreibt die in die Kommentare oder ja, in das Pad, was ich euch da verlinke. Okay, soviel dazu. Das schiebe ich mal beiseite. Und wir gucken uns nochmal die Frage an, die ich euch eigentlich mitbringen wollte. Und dazu zeige ich euch ein paar Fotos aus meinem Urlaub von vor 5 Jahren, aus das Jahr 2015, Stockholm. Stockholm, ich gehe da schnell durch. Stockholm, wunderschöne Stadt. Und meine Lieblingsbibliothek, die Stadtbibliothek von Stockholm. Und dieses hier, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ein Modell von der Vasa. Die Vasa ist ein Schiff, so um 1620 gebaut, 1628 fertiggestellt und hatte seine Jungfernfahrt im Hafen von Stockholm, weil der Stockholmer König mit den Polen im Krieg lag oder in Meinungsverschiedenheiten, haben sie gesagt, sie wollen das geilere Schiff haben. Und während der Bauzeit hat mich der König von Stockholm gehört, dass die Polen auch gerade so ein neues Schlachtschiff bauen. Und weil der schwedische König sagte, wir wollen aber besser wie die Polen sein, hat er gemeint, ich will mehr Kanonen, bau mir mehr Kanonen ein. Und der Baumeister vom Schiff sagte, ich kann ja nicht mehr Kanonen einbauen, das Kanonendeck ist komplett voll, ist mir völlig egal, bau mir Kanonen ein. Zieh meinetwegen ein neues Kanonendeck ein. Und dann hat der Mensch, der das Schiff gebaut hat, gesagt, gut, zeichne ich mal hier und da und hat halt noch ein zweites Kanonendeck eingebaut. Man sieht es hier. Ich zeige euch die Bilder noch. Das Modell nochmal von hinten und hier das Original daneben. Das Original hat man nämlich, ich will nicht vorgreifen, das Original steht hier im Museum ausgestellt. Das Besondere war, das Problem war, dass bei der Jungfernfahrt das Schiff kenterte. Und warum? Das ist die Frage. 1628 wussten die Leute noch nicht so richtig viel über die Kräfte, die da am Werk sind, wie man das alles genau berechnet. Man hat das so ein bisschen mit Bauchgefühl und Erfahrung gebaut. Und das Bauchgefühl, ja, ich denke, das hat dem Baumeister schon irgendwie nicht behagt, das Schiff so zu bauen. Frage ist, warum ist das Schiff gekentert? Das Schiff ist nämlich tatsächlich auf seiner Jungfernfahrt noch praktisch im Hafen von Stockholm gekentert. Das hat so einen guten Kilometer zurückgelegt und kippte dann bei der ersten Kurve oder weiß ich was direkt um, beziehungsweise lief voll Wasser und sank auf den Grund des Stockholmer Hafens. Man hat das dann versucht zu bergen, ist gescheitert, ist in Vergessenheit geraten und irgendwann um 1950 herum oder so, also 300 Jahre später, haben die Leute angefangen, das Ding wieder zu bergen und ich glaube irgendwie in den 1980er, 1990er Jahren ist das tatsächlich gelungen,
das Schiff zu bergen und das Wrack haben sie dann also restauriert und heute haben sie ein ganzes Museum darum gebaut. Hier von hinten das Schiff und von unten nochmal zu sehen und von vorne. Hier nochmal das Kanonendeck oder eines der Kanonendecks. Das ist nicht im Schiff original, sondern ist nachgebaut. Und das war auch schon, was ich euch hier zeigen wollte. Jetzt zu meiner zweiten Frage. Wenn ihr euch das Schiff vorstellt, ich versuche das Schiff zu zeichnen. Wenn das hier der Rumpf des Schiffes ist, den kann man sich symmetrisch vorstellen. Man kann das Ding vereinfacht betrachten als einen Körper, der irgendwo einen Schwerpunkt hat. Sagen wir mal hier. Und nun sinkt das Schiff ins Wasser ein, bis hier. Und jetzt ist die Frage, unter welchen Bedingungen könnte das Schiff denn tatsächlich immer noch stabil sein, selbst dann, wenn es schief steht? Also, was man da versuchen könnte, ist, dass man verschiedene Situationen zeichnet oder skizziert. Dieses hier ist jetzt die einfachste Situation. Dann müsste man jetzt gucken, wo ist eigentlich der Punkt, an dem der Auftrieb angreift. Dieses hier, der Körper ist, der unter Wasser ist, dann ist in der Mitte von diesem Körper oder im Schwerpunkt von diesem Körper, das ist aber der Schwerpunkt des verdrängten Wassers liegt hier und der Schwerpunkt des ganzen Schiffes liegt hier. Wenn jetzt eine Windböe kommt und das Schiff ein bisschen schief legt, dann würde der Schwerpunkt ruckzuck zur Seite wandern. Ich zeichne mal nur den veränderten Schwerpunkt ein. Würde dann vielleicht hier liegen. Und die Schwerkraft zieht nach unten und der Auftrieb drückt nach oben. Schwuppdiwupp, kentert das Boot. Jetzt die Frage, wie muss so ein Boot konstruiert sein, damit das gerade nicht passiert? Klar, eine Frage ist, wo liegt der Schwerpunkt? Und die nächste Frage ist aber dann, wie muss eigentlich dieser Bootsrumpf geformt sein, damit das nicht passiert und die Schwerkraft und der Auftrieb so geschickt ausgeglichen sind, dass auch bei Schieflage des Bootes das Boot nicht ins Kentern gerät. Da könnt ihr euch mal ein bisschen informieren über Schiffsrumpfformen, wie man die baut und ich glaube, ihr findet dort Antworten und könnt dann eine Zeichnung von einem Bootsrumpf erstellen, der ein besonders stabiles Design hätte und das vielleicht auch begründen, warum das besonders stabil ist. Darüber würde ich mich freuen und ja, das soll die Aufgabe für die, oder die zweite Aufgabe für die kommende Woche sein. So, ich hoffe, die Aufgabe ist nicht zu verwirrend und ihr versteht, was ich meine. Falls nicht, sagt das einfach in den Kommentaren oder schreibt eine Mail. E-Mail-Adresse habt ihr, ja, dann schickt mir eure Lösung, am besten per E-Mail oder weiß ich nicht, ob man Bilder hier in den Kommentaren auch posten kann. Ich glaube nicht. Oder ihr macht es in das Pad oder vielleicht ist es per E-Mail am einfachsten. Dann haben auch mehr Leute die Möglichkeit zu antworten. Ja, gut, dann wünsche ich euch eine entspannte Woche. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.